Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier aus dem Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist das Chaos. Hallo. Hallöchen. So, nun ist es fast 2 Wochen her, wo wir das letzte Mal aufgenommen haben, ne? Ja, hoffentlich kann ich dieses Spiel noch. Ja, ich hoffe auch, dass hier noch alles einigermaßen funktioniert. Oha. Der Kleine, der hat ja aber ordentlich zu tun mit dem Anhänger, ne? Ja, ja. Oh oh. Ein Teletubby. Nee, aber festgefahren wahrscheinlich. Komm. Ich glaube, ich krieg den Hänger hier nicht drüber gezogen über den Buckel. Ich kann mir nur einen Schubs geben. Ich glaube, dass, wenn ich es nicht rückwärts rausgebockt kriege jetzt hier, dann ist das, glaube ich, nötig. Hey. Da ist irgendwie... Ja, da hätte man auch drauf kommen können, dass ich mich hier so festfahre. Ach, du ahnst es ja gar nicht. Das habe ich auch sauber hingekriegt. Ja. Warte noch, mit Schwung? Nee. Also entweder von hinten, so mal richtig anschieben. Und mit Schwung richtig schön anschieben, den Jungen. Gucken, ob das klappt hier, meine Herren. Ja gut, dann müssen wir... Oh, in die Action. Ja. Ja, dann machen wir nochmal. Auf achten, dass... Ja. So. Ich habe auch irgendwie 25. Komm hier nicht rüber. Das ist scheiße. Ich glaube, wir müssen mal Trecker wechseln. Gib mal nochmal Schwung von hinten. Ah. Hopp. Ich komme hier einfach nicht rüber. Wenn du abkoppelst. Ja, dann komme ich weg, aber das ist alles. Da haben wir ja den Hänger noch nicht da runtergeholt. Da muss man auch abkoppeln, muss man mit deinem Trecker versuchen, das Ding runtergezogen kriegst von da. Weil du hast ja doch ein bisschen mehr Leistung. Guck mal, ob du das hinkriegst. Oder ob du den rückwärts zurückgedrückt kriegst dann halt. Wenn du ein bisschen schräger ankoppelst. Kann ich den? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, aber... Weil er hat einen Kugelkopfaufnahme und keinen Zugmaul. Ah, es geht. So, dann zieh mal an. Nicht. Ach, was hast du da wieder angestellt? Normalerweise ist das mein. Ja, lass mich doch auch mal deinen Job machen. Lass mich doch auch mal Chaos anrichten. Ja, zurück. Weil er sich in die Wand hineingibt. Dann versuchen zurückzuschieben. Ah, jetzt hast du dir ein bisschen gedreht. Haben wir wieder Mist gemacht. Mann. Ah, pass mal auf. Ich hab die Idee. Wollen wir wegschaufeln? Ja, ich schaufel das da einfach weg und dann. Du kannst schon wieder ansehen fahren und dann krieg ich das schon hin. Ja, probieren wir nochmal, ob du rausgezogen kriegst. Oder rübergeschoben, aber ich glaube, die Kante da vorne ist einfach zu hoch. Da will er nicht drüber. Das sieht schon ganz gut aus. War das jetzt so? Ja, jetzt hat er sich wieder gegen den. Achso. Aber dort solltest du ja jetzt genug planchieren. Das weiß ich nicht. Hopplich. Wieder an. Ich brösel das jetzt hier ein bisschen auseinander, dass das hier eine Fahrbahn quasi ist, so ein bisschen alles Flaches.
So. Oh, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das hier hinten sauber ein bisschen hin und her rangiert kriegen. Ob wir da drüber gezogen kriegen, jetzt sollte stufenmäßig jetzt ein bisschen besser passen. Das ist aber auch fürchterlich, ne, dass das so hässlich hier eingebaut ist in diesem, dass man das nicht sauber sieht bei dem Setzen von den Dingern. Ich glaube, ich mecker gleich schon wieder rum hier über diesen Weltenbauer. Naja. So. Ja, aber nun wollen wir uns ja erstmal kurz über das unterhalten, was so in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen so alles passiert ist. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Du kannst dich da gar nicht mal dran erinnern. Was hast du denn Schönes gemacht letzte Woche zum Beispiel? Letzte Woche hatte ich. Ja. Mhm. Okay. Bitte war eine Woche. Okay. Und? Da kann ich mich nicht erinnern. Hast du denn irgendwelche Erfolge dabei zu verzeichnen? Also, ich habe jetzt nur bei einer davon das Ergebnis. Und? Ja, ging. Ging. Also nicht durchgefallen. Naja, also eine gewisse Punkteanzahl pro da machen. Ja. Der Test brachte 60 und hatte noch. Das ist ja nicht mehr die Hälfte. Ja, aber dafür habe ich halt bei der Abgabe, wo Beispiele abgeben, da habe ich dafür alle Punkte. Von? Ja, da 30 zu vergeben. Ach so. Alle 30? Da gibt es jetzt drei Abgaben. Ah ja, und dann aber hast du jetzt quasi von 90 möglichen Punkten hast du 59. Ja, das ist doch. Ah ja. Na, das ist doch gut. Das ist ja schon über 50% damit bestanden, ne? Also ich bin leider an der Linked List gescheitert. Was heißt das? Naja, wir mussten eine Linked Liste ins. Ja. Daran bin ich gescheitert. Hm. Und dann habe ich mich lang damit aufgehalten und dann habe ich das letzte. Ach so, okay. Das heißt, ich habe quasi zwei von vier Beispielen gemacht. Ja. Habe ich geschafft mit allen Punkten. Aber die Punkteverteilung war halt nicht genau 15, 15, 15, sondern 14, 15, 16, 15. Naja, du hast nur 15 und eine 14 gemacht. Ja. Da habe ich zu. Kein Stück überlassen. Ja. So, wir haben doch jetzt Schafe, ne? Genau, wir haben Schafe haben wir jetzt schon. Ich muss jetzt mal wieder reinkommen hier. Wir haben die Hühner, haben wir, ne? Alter, das mit dem Silage-Ding, da ist er aber um Längen schwerer hier, der Junge, ne? Irgendwie sieht die Textur so mistig aus. Na egal. Das ist nur der letzte offene. Das stimmt, da haben wir 7 Videos am Stück gemacht. Na, heute machen wir, wenn du möchtest, 3 oder 4. Mal schauen. Naja, wir haben ja Zeit, guck mal, das ist ja jetzt. Was soll das denn jetzt heißen? Ach, ich musste einfach gemeint. Achso, wir haben jetzt genau, fast genau 20 Uhr angefangen mit Aufnehmen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, nee, aber kommen wir mal zurück. Also wir haben jetzt ja die Schafe, da könnte man ja mal gucken, da ist noch nicht allzu viel gekommen, glaube ich, ne? An Wolle. Dann haben wir unsere Hühner, du siehst jetzt an, genau, auf Hafer. Einem Feld, was siehst du? Hafer siehst du an. Wollten wir am anderen nicht Raps oder so machen? Da wollten wir irgendeine Ölsaat machen, ja. Da können wir ruhig Raps machen, dann haben wir nicht das Problem mit Stroh, sonst müssen wir das ganze Stroh wieder loswerden. Ja, Sojabohnen. Sojabohnen hatten wir ja erst. Ja, eben. Und dann lass uns lieber Raps machen. Ein paar Sojabohnen haben wir ja auch eingelagert, ne? Falls wir mal irgendwann mit Schweinen anfangen.
falls wir mal genügend Geld dafür zusammen haben. Ja, und bei den Schafen haben wir ja quasi Schafe. Ja, da, na, nicht die falschen, aber wir, ja, ich wollte Diversität, ich wollte halt unterschiedliche Farben da rumlaufen haben und es ist echt besser, wenn du alles von der gleichen Farbe nimmst. Aber Diversität wird anscheinend von Giants nicht gefördert. Ja. Das, wenn das nicht jetzt demnächst irgendwelche Leute aus Bord ruft, die da vielleicht eventuell mal gegen protestieren, dann weiß ich es auch nicht. Da ist der Landwirtschaftsrat doch in. Die wollten den Fleischer einführen, dass du Schweine zum Fleischer bringen kannst. Also, dass du nicht einfach so wieder zurückbringst zum Händler. Dagegen wurde schon protestiert. Ja. Du darfst dreimal überlegen, wer gegen Videospiele, wo Tiere. Ah. Fanden sie auch so, dass man. Die haben sich ja auch total aufgeregt, wie man in Black Flag alle fangen konnte. Naja. In einem fiktionalen Videospiel, ja, dass du als Assassine Leute tötest. Ja, das ist nicht so wichtig. Aber du, ne? Ach, das. Also, ich sag mal so, ich fand eigentlich die Idee, die Peter hatte, so, ne, von wegen hier keine Pelze tragen oder so, ne? Das ist schon alles ganz cool eigentlich. Das Problem ist, sie übertreiben halt. Auf Kosten. Richtig. Weil, NFO, der Affe die Kamera abgedreht hat, da wollten sie ja das Eigentumsrecht für den Affen fordern. Das Foto den Affen gehört und nicht dem Fotografen. Haben halt den Fotografen im Namen des Affens verklagt. Ja. Wobei, der Affe wollte das, also der hat nie gestimmt, dass er verklagen will, aber egal. Kann er ja auch so schlecht. Er war mit Fotografieren beschäftigt. Und das hatte. Der Fotograf hat gewonnen. Ja. Hat den Fotograf aber in Ruin getrieben. Na toll. Weil die halt irrsinnig teure Anwälte gehabt haben und er brauchte dann auch einen teuren Anwalt. Er braucht einen guten Anwalt, keinen teuren. Ja, dick. Muss man einen finden, der gut ist, das aber nicht weiß. Und ja. Und, das ist wie die Firma, die mich einstellen will als Entwickler. Ich bin gut, aber ich weiß es selber nicht. Peter hat von Anfang an gewusst, ja, wir verlieren werden. Wir haben aber sie trotzdem verblissen. Weil sie dann immer in der Zeitung waren. Ja, aber aber für mich disqualifiziert sich solches Verhalten dann. Also ich kann solche Organisationen nicht ernst nehmen. Weißt du, also Greenpeace, die machen auch tolle Sachen, also wirklich an manchen Stellen tolle Sachen und an manchen Stellen würde ich sagen, warum? Warum zeigt man den Leuten, dass man halt erst so ein Atommeiler einfach kommt? Weißt du, warum gerade den Leuten, die vielleicht ein bisschen, na sagen wir mal, ja, okay, vielleicht dort Sprengstoff. Auf den Atommeiler kommen ist. Weil die sind normalerweise so gebaut, dass ein Kampfjet reinfliegen kann. Ja, nee, aber trotzdem muss das nicht sein. Nee. Sie können ja gerne solche Aktionen machen, dass sie irgendwo Lichtspiegelungen hinmachen und, ne? Das habe ich überhaupt nichts dagegen. Oder halt eben, ja gut, also Schiffe rammen mit dem eigenen Schiff. Ich weiß auch nicht, ob das so sinnhaftig ist. Bloß bei der Waljagd. Dass sie sich quasi mit. Das haben sie gemacht. Sie sind mit ihrem Greenpeace-Schiff haben sie Walfänger gerammt auch. Also auch Greenpeace, aktiv. Ja, ich habe gerade an Sea Shepherds gedacht. Sagen die dir was? Die Sea Shepherds, die fahren da überall mit Gummibooten rum. Ja, die werfen halt. Pinkige Pakete werfen die aufs Walfangschiff hinauf. Ja. Damit die dort keine Wale mehr verarbeiten können, weil sonst der Wal danach steht. Aha. Aber das gibt's auch. Ja, die wurden von den Japanern schon beschossen. Naja. Und die wurden von den Japanern gerammt. Ja, das. Also die Japaner sind, oder beziehungsweise generell Walfänger sind da ja ein bisschen. Da finde ich ja die Aktion ganz cool, die in Star Trek 4
Ja, Star Trek 4 war das. Den Film. Kennst du den? Wo sie in der Zeit zurückreisen? Wo sie in 1984 dann sind und Wale holen müssen? Müssen sie zwei Buckelwale zurückholen, weil sonst die Erde kaputt gemacht wird. So. Okay. Ja. Und das Weltraumwahl. Nee. Also die haben, da irgendeine Sonne fliegt in Richtung Erde zurück und die macht so Walgesänge und solche Geräusche und überall, wo sie dran vorbeifliegt, zieht sie die Energie halt raus, ne? Und nimmt die Energie weg. Die Story dahinter, fragwürdig, klar, logisch, ist Star Trek. Aber die neuen haben teilweise sogar plausible Stories. Ja, manche. Auf jeden Fall ging es dann halt eben darum, dass denn dann dort denn Wale wieder zurück auf die Erde mussten, damit die quasi antworten konnten und dann die Sonne sich verzieht. Okay. So. Und das war nach der, also erst war ja der Zorn des Khan, das war ja der zweite Teil, ne? Und dann war ja dann irgendwie auf der Suche nach Mr. Spock, wo Mr. Spock, oder der ist ja gestorben im zweiten Teil, glaube ich. Und im dritten Teil haben sie den ja wieder dann durch Reinkarnation und da wurden sie ja verurteilt vom klingonischen Volk, weil sie irgendwas gemacht haben, egal. Jedenfalls mussten die quasi, oder waren die halt mit dem Bird of Prey unterwegs, ne? Also diesem klingonischen Kampfflugzeug. Ja. Und Raumschiff, ja. Wie sammelt ihr denn jetzt hier nichts ein? Damit ihm schon wieder los hier. Denkt? So, ja, hab ich. Oder? Warte. Ja, ist unten gewesen. Und auf jeden Fall waren sie mit dem Bird of Prey unterwegs. Und da sind sie ja mit dem Bird of Prey quasi auch auf der Erde. Also sind sie, also haben eine Zeitreise gemacht, indem sie zur Sonne fliegen und dann eine Schlaufe fliegen und dann kann man in der Zeitreise anscheinend. Wirbelwisch. Was weiß ich, keine Ahnung. Wie auch immer man Zeitreisen machen kann da in solcher Situation. Ist mir aber auch schleierhaft und auch eigentlich fast egal, wie sie die Zeitreise also gemacht haben. In Star Trek Discovery braucht man das. Ach ja. Gut. Also, der wird aber nicht näher erläutert, also das ist so quasi. Den gibt's dann einfach. Man sieht, wie sie ihn holen und so weiter, aber er wird nicht erläutert, wie er genau technisch funktioniert. Und das ist halt der Vorteil für Serie. Ja, klar, logisch. So, und jedenfalls haben sie dann sind die mit dem Bird of Prey in der Zeit zurückgereist, waren 1984. Dort waren auch zwei Buckelwale in einer Walaufzuchtstation. Was ist denn hier für ein Buckel? Armer Wal. Ja, Buckelwal war es auch. Was? Ich darf nicht so fassen hier. Haben wir noch Saatgut? Keine Ahnung. Musst du gucken, das weiß ich wirklich selber nicht. Was ist denn das hier? Wer hat denn hier so eine... Hier ist doch irgendwie eine... Boah, ist das fies hier. Nein, geh dich aus. 3. 1. Ah, verdammt. Letzten 2 Meter gingen sich nicht mehr aus. Also hier ist so ein richtig hässlicher Buckel. Von diesem Scheißzeug. Okay, ein Träger. Ja. Ja, das ist natürlich auch nicht gut. Aber was will man machen? So ist das Leben, ne? So, jedenfalls fliegen die dann... Haben wir das gezeigt, dass wir... Ja, das haben wir noch... Ja. Das war, die Folge haben wir noch gemacht. Also heute quasi, also am Aufnahmetag lief auch genau die Folge, wo du das Ding gekauft hast. Das habe ich mir dann auch angeguckt, wie das denn so schön schief gehen konnte. Und? Dass das Ding irgendwo steht. Nee, wusste nicht, kann dir nicht sagen, warum das Ding ganz woanders stand. Ich kann ihn ja jetzt ankoppeln hier, ne? Zeit ist vorbei. Die Zeit ist schon wieder vorbei. Ich bin immer noch nicht zu Ende mit meiner Geschichte, die ich erzählen wollte. Ja, dann schnell noch. Also, dann fliegen die mit dem Bird of Prey quasi und wollen. Ach, Scheiß hier. Komm, machen wir in der nächsten Folge.
Ich komme hier nicht wieder nicht weg, ey. Mann, irgendwo hängt sich dieser blöde Hänger auf. Da an irgendeinem komischen Buckel, der da drin ist, den er selber nicht auflesen kann mit dem Pickup, ey. Was ist denn das für ein Spiel, ey? Mann, Achim, ey. Bin hier schon wieder richtig begeistert hier. So, plus, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich super freuen. Chaos war hier. Ist immer noch hier. Ich mache auch welches. Tschüss.